Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach kaum mehr als 2 Jahren ist die Hamburger Senatskoalition gescheitert. Der erste Bürgermeister von Beust kündigte das Bündnis von CDU, FDP und Schill-Partei auf, in der ein offener Machtkampf ausgebrochen ist. Ihr Gründer und Namensgeber will seine Absetzung als Landesvorsitzender nicht anerkennen. Die CDU-Fraktion beantragte einstimmig die Auflösung der Bürgerschaft. Gibt es dafür im Parlament eine Mehrheit, könnten Ende Februar Neuwahlen stattfinden. Der Bundesvorstand der Schill-Partei will Ronald Schill jetzt ausschließen. Er zog heute die Reißleine in einer für ihn aussichtslosen politischen Situation. Am Mittag verkündet Hamburgs erster Bürgermeister Ole von Beust das Ende seiner Mitte-Rechts-Koalition. Nach monatelangen Querelen mit dem Koalitionspartner von der Partei Rechtsstaatliche Offensive, nach nicht enden wollenden Verbalattacken von Ronald Schill, dem Gründer eben dieser Partei. Sich in den letzten Jahren oder Tagen genauer gesagt, in den letzten Tagen bis heute steigernd, erleben wir ein unwürdiges politisches Kasperletheater mit zum Teil psychopathischen Zügen. Dieses ist mit der Würde und dem Ansehen der Stadt nicht vereinbar. Im Hamburger Rathaus ging es seit Wochen nur noch um ein Thema. Wie loyal stehen die Abgeordneten der Schill-Partei zum Senat? Auch der zweite Bürgermeister Mario Mettbach konnte diese Frage am Schluss nicht mehr eindeutig beantworten. Die SPD hat den Grünen im Streit um das Atomgeschäft mit China ein Kompromissangebot gemacht. Fraktionschef Müntefering knüpfte den Export der Hanauer Plutoniumanlage an die Bedingung, dass die Fabrik unter die Kontrolle der Internationalen Atomenergiebehörde gestellt werde. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt signalisierte Zustimmung. Ein weiterer Konfliktpunkt ist inzwischen vom Tisch. Siemens verzichtete auf eine Hermes-Bürgschaft für ein Atomgeschäft mit Finnland. Vor einer Stunde am Kanzleramt. Proteste gegen die Atompolitik der Regierung. Für den finnischen Regierungschef hatte der Kanzler soeben 2 Botschaften. Gegen die Lieferung von Turbinen für ein Atomkraftwerk durch Siemens bestehen keine Bedenken. Eine staatliche Hermes-Bürgschaft dafür gibt es aber nicht. Damit wurde eine wichtige Forderung vor allem der Grünen erfüllt. Weihnachtsmänner für die SPD-Fraktion und der Fraktionsvorsitzende auf der Suche nach einem weiteren Kompromiss, auch für das umstrittene China-Geschäft. Im Auftrag des Kanzlers schlug er den Grünen vor, die Hanauer Brennelementefabrik nur unter Auflagen an China zu liefern. Die internationale Atombehörde in Wien solle den Betrieb kontrollieren. Wir erwarten, dass weiter geprüft wird, dass das Ganze nur genehmigt werden kann unter Auflagen, die ausschließen, dass diese Einrichtung, diese Aufbereitungsanlage für militärische Zwecke genutzt werden könnte. Und dass, wenn dieses von der Volksrepublik zugesagt wird, wir gegen eine solche Lieferung keinerlei Bedenken haben. Außenminister Fischer versuchte, die Grünen auf diese Linie einzuschwören. Sie verlangen weiter eine verschärfte Prüfung der Kontrollmöglichkeiten. Wir werden alle Möglichkeiten dieses rechtlichen Prüfverfahrens auch ausschöpfen. Insbesondere werden wir dafür sorgen, dass es nicht zu einer militärischen Nutzung kommen kann und dass dies auch entsprechend kontrollierbar ist. Die Forderung nach Kontrollen durch die Wiener Atombehörde ist heute Abend die gemeinsame Linie von Rot-Grün. Völlig offen allerdings ist, ob die Chinesen sich darauf auch einlassen werden.